Männer? Was? Alle am Weg. Ich bin ein Kind. Nein! Nein, ich bin aber ein Kind! Was soll das? Auf drei schießt ihr, ja. Auf drei. Das ist doch bestimmt ein Spaß, oder? Ist es ein Spaß? Mach die Hände. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay, auf drei. Eins. Zwei. Nein! Drei, nein. Onkel, kannst du mir die Chips von oben reichen? Was willst du denn? Willst du Sticky Ribs, Big Cheese? Was ist? Oder was ist hier? Was ist das? Was ist das, Onkel? Onkel? Ist das... Es geht hier ab. Du, ihr macht einmal die Hände hoch. Hände hoch. Nein, bitte nicht. Hände hoch. Bitte nicht. Was sind sie für Onkel? Einer fesselt den. Scheiße. Ich werde dir jetzt gerade Big Ayu, was hast du hier mich reingebracht? Ich habe dich gar nichts reingebracht. Nein, bitte lass es mich. Hier werde ich auch Kabelbinder anlegen. Bitte. So, nur das Baby soll einsteigen. Sonst keiner. Was möchten Sie von mir? Ihr bleibt hier stehen, sonst sterbt ihr. Ihr bleibt hier stehen, sonst sterbt ihr. So, nach vorne. Alle gehen wieder in die Fahrzeuge. So, einsteigen. Boah, ihr macht euch jetzt ab, alle. Nein, ich schlag sie gleich. Lassen Sie das Baby in Ruhe. Ich hab's weg, oder sie sterben. Onkel, was wollen Sie von mir? Wo fahrt ihr? Onkel, was wollen Sie denn von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum sind Sie so viele? So. Wir fahren jetzt langsam wieder los. Sind alle im Auto? Perfekt, ich markiere die Moment. Du Scheiße! Da hat sich jemand in die Tankstelle gesprengt. So, Code 20. Herr Panibi. Was haben Sie alle sich so denn dabei gedacht? Was denn? Warum haben Sie denn alle so schwarze Anzüge an? Was werden Sie gleich erfahren? Die 20 Schuss. Also, du stirbst, wenn du uns weiter hinterherfährst. Verpiss dich. Genau. Ach du Scheiße, sie haben den ja brutal hingerichtet. Aber trotzdem weiter. Sie haben den ja brutal hingerichtet. Natürlich. Was wollen Sie denn von mir? Was denkst du denn, wer Geld. Der Nächste ist? Ich hab 25.000. Ja, was denkst du, wer der Nächste ist, Baby? Du hast den Falschen ausgeraubt. Wir müssen mich verwechseln. Ich hab nie Leute ausgeraubt. Uns ist so einiges zu Ohren gekommen. Kleiner Mann. Ich hab nichts gemacht. Uns über große Fresse. Ich bin doch nur ein halbes Jahr. Und älter wirst du auch nicht. Was meinen Sie denn damit, Onkel? Willst du gleich erfahren? Nein, denn nicht. Warum haben Sie die schwarze Kleidung an? Man munkelt. Wird auf jeden Fall nicht gut enden für dich. Bist eine kleine, hässliche Ratte. Was? Ja. Warum denken Sie denn, dass ich sowas mache? Ich finde, mein Vorname ist Panier und mein Nachname ist Mehl. Sind Sie sich sicher, dass ich das war? Was? Gibt mir einen, der so heißt, oder? Wir haben nie den Falschen. Zu wem gehören Sie denn? Das hatte ich nichts anzugehen. Wo bringen Sie mich hin? Hatte ich ebenfalls nichts anzugehen. Ich habe 10 Langwaffen in meinem Auto. Kann ich Ihnen alles geben? Aber bitte lassen Sie mich frei. Ich bin der Rest ein halbes Jahr. So, Jungs, langsamer werden. Uns interessieren weder materielle Güter, noch Geld. Aber wir haben gleich den Weg runter. Wir haben einen Auftrag und den finden wir aus. Den 300 Magazin? So, park davor. Hier links. So, bleibt da stehen, bleibt da stehen. Was ist alle das? Machen ist jetzt das eine Ihr Reihe. Haus? Ist das Ihr das Haus? Ist kein Haus. So, wo aussteigen? Fesselt den. Ich werde dir aber die Fessel wieder anlegen. Perfekt. Und du kommst mit. Los. Bitte lassen Sie mich auf. Nach vorne an der Wand. Jetzt. Man steht auf ihrer Weste Security, sie sind aber nicht so sicherheitsmäßig. So, macht mal in der Reihe hinter uns. So, Herr Panimi. Ja? Können Sie sich noch dran erinnern? Ich hab nie was Böses gemacht. Wo Sie zwei Leute ausgeraubt haben. In einem Laden, neben Vanilla Unicorn. Scheiße. Eieiei, der Arme, der 300 Magazine. So. Überleg dir jetzt ganz gut, ne, was du hier machst. Nein, der gehört zu mir, Bro. Vito Fibonacci. Fibonacci. Das ist im Trading. Und wer ist das zu sein? Ein Analysechart, Fibonacci. Hä? Das ist ein Aktienmensch, deswegen hat er so viele Magazine. Und was denkst soll ich du, denn gemacht haben? Du hast unseren Boss geklaut. Ihren Boss? Ja. Was soll ich dem denn geklaut haben? Der hat unsere Magazine geklaut. 300 Magazine? 300 Magazine, ja. Das würde ich niemals machen. Wie? Denkst du, unser Boss lügt? Nein, das wollte ich nicht sagen, aber... Also, okay, ich gebe es zu, aber... Tut mir leid, können Sie mich bitte am Leben lassen? Ich bin erst ein halbes Jahr. Und trotzdem ziehst du Leute ab mit einer Langwaffe? Ja.
ich bin in die Mafia gekommen und die haben immer gesagt, das ist nur ein Spiel und sowas. Wie? Ja, die haben gesagt, das ist ein Spiel und dass ich das machen kann, dass das nicht so schlimm ist. Und ob ist das schlimm? Du hast den Falschen ausgeraubt. Kann ich das nicht besser machen? Das wird nicht mehr besser. Wieso? Wo sind unsere 300 Magazine? Die hab ich meiner Mafia gegeben. Wie, deiner Mafia? Ja, die Camorra. Mein Chef hat mich gerade angerufen. Ja. Den du ausgeraubt hast. Kommt der her? Nein, er will dich nicht mal sehen. Ich würde mich bei dem entschuldigen. Was kann man nicht entschuldigen? Mein Chef hat was gesagt. Willst du es erraten oder soll ich es dir sagen? Ich sollte für euch arbeiten und dann ist das alles wieder cool? Nein, er hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, er will dich nie wiedersehen. Was? Warum sagt er sowas? Genau. Wer kommt denn da? Was will denn hier zum Penner? Wer ist Erde? Ist das nicht Fake Ayo? Fake Ayo! Was machst du denn hier? Hast du mich versucht zu befreien? Ich will dann zurück dahin, wo du standest. Oh. Jetzt. Sofort. Das ist mein Onkel. Könntest du den bitte nicht töten? Ich will nicht sterben. Der Onkel wird genauso wie du sterben. Nein, bitte nicht. So. Bitte nicht. Nein, lass ihn. Was will dein Onkel hier? Ich weiß es nicht. Da wollten wir wahrscheinlich helfen. Der hat sich hier angeschlichen. Bitte nicht. Über die Berge. Wollte der dich retten? Soll er jetzt auch sterben? Hier, Onkel, komm rüber. Nein. Will ich dem nicht. Onkel, herkommen. Nein. Sofort. Ich will nicht sterben. Nein, lassen Sie den Onkel. Stell dich neben ihn. Lassen Sie den Onkel. Sofort. Bitte nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte nicht. Lassen Sie den Onkel. Das ist mein Lieblings-Fake-Onkel. So. Ich will nicht sterben. Du willst nicht sterben. Ja. Bist du aber. Nein. Wo kann die mir? Immer noch mal zu dir. Ja. Also, mein Chef hat mich gerade angerufen und hat gesagt, ich soll dich umbringen. Was machen wir denn jetzt? Bitte. So. Steh auf. Nein. Steh auf. Ich mach dir jetzt die Handfesseln los. Du hast zu viele Sachen gesehen. Nein, lassen Sie den Onkel, lassen Sie den Onkel. Bitte nicht. Du Panibel, guck mal zur Wand. Soll ich zugucken? Nein, lassen Sie den. Dreh dich weg. Lassen Sie den Onkel. Dreh dich weg. Lassen Sie bitte den Onkel. Dreh dich weg, habe ich gesagt. Genau. Nein, bitte nicht. Also machen wir es kurz und schmerzlos. Auf drei. Sieht das Licht ausgehen. Ich werde dich hiermit exekutieren. Bitte nicht. Eins. Onkel! Er hat zu viel gesehen, würde ich mal sagen. Onkel, nein! Panimil. Nein! Es reicht. Du kannst ihn sowieso nicht wiederholen. Was haben Sie gemacht mit dem Onkel? Ja, dem Onkel geht's gut. Ist er kaputt gegangen? Du wirst ihn bald wiedersehen. Wie? Können Sie den wiederbeleben? Nein. Warum sie nicht? Groß. Sie müssen den wiederbeleben. Die wird das Gleiche widerfahren wie dem Onkel. Deswegen wirst du ihn wiedersehen. Hat dir jemand schon mal was von dem Himmel erzählt? Jeder muss einmal gehen, aber damit meint er doch sicherlich zum Slushy kaufen. Den Himmel gibt's nicht. Was? Nur den Tod. Nur den Tod und dann folgt ein Schwarz. Nein, was heißt das? Jedem seine Zeit früher oder später gekommen ist. Nur der eine ist halt mit einem halben Jahr gekommen. Und jetzt wollen sie mich auch kaputt machen, oder wie meinen sie das? Hast du denn noch einen letzten Wunsch? Ich hätte ein Slush-Eis gerne. Ein Slush-Eis? Ja. Ein blaues Slushy, so wie der Leuchtkopf mir das immer gemacht hat. Jungs, einer soll mal die Hände hochmachen, der ihm ein Slush-Eis holen will. Dein letzter Wunsch ist ein Slush-Eis. Ja, ein Slush-Eis. Ein blaues. Fahr zum Shop und hol ein Slush-Eis. Los, fahr dahin, irgendein Slush-Eis. Ein Eis, will. Alter, hol ein Eis. Was für eine Farbe willst du? Soll ich ihm ein Slush-Eis holen? Oder einfach ein perfektes Eis. Ja. Willst du uns noch erzählen, warum du das getan hast? Was du getan hast? Warum wir jetzt alle hier stehen? Soll ich ehrlich sein? No risk, no fun. Das ist mein Motto. Okay. Diesmal ist es in die Hose gegangen. Ja, und es tut mir leid. Da ist dein Slushy. Mach dich mal Dose. Dann kannst du dir noch nehmen. Hier, gib ihm dir. Genieß das letzte Slushy deines Nein, Lebens. Das darf nicht das letzte Slushy sein. Wird es aber. Genieß ihn. Das ist ein gutes Slushy. Das ist schon Genieße den Slushy. Es ist schon leer. Blöd gelaufen. Männer? Was? Alle am Weg. Ich bin ein Kind. Nein, ich bin doch noch ein Kind. Was soll das? Auf drei schießt ihr, auf drei. Das ist doch bestimmt ein Spaß, oder? Ist es ein Spaß? Mach die Hände. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay, auf drei. Eins. Zwei. Nein. Drei. Nein! Gut. Ach, sind Sie von den Hustlern? Ja. Ach so, Sie sind das? Ja. Ich wollte mich eigentlich bei denen bewerben. Okay. Wo kann ich denn das machen?
Ja, komm heute Abend vorbei, okay? Oh, heute Abend. Da bin ich doch im Livestream. Ja, wer ist das denn? Leider, hallo? Ich bin leider gleich nicht mehr da. Ach, der hat auch ein Messer. Na, dann nehme ich mir lieber das Motorrad, ne? Oh mein Gott, das ist gut, oh mein Gott! Pushen, Jungs! Pushen! Pushen, 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 pushen! Einer down, einer down! Was? Damit kannst du nicht mehr fahren, der hat zu viele Latten. Nein. Wer bist du denn? Bist du Paniermehl? Ja, ich bin Paniermehl. Ja, ich bin begonnen. Ist das ein Karton? Sind da Spielzeuge drin? Die gucken Fernsehen. Ja, sind da Spielzeuge in dem Karton? Ja, ja. Achtung, aus dem Weg! Komm, ich steig ein. Nehmen Sie die Männer doch einfach fest und wir teilen das Geld. Ich hab nämlich das Geld. Hey, sag mal, Baby, was soll ich? Ja. Wäre das nicht eine Option? Nein, kann ich nicht machen, dann wäre ich korrupt. Ach so, dann, okay, Leute, erschießt die Scheißbullen. Okay. Baby hat gesagt, wir sollen Kopf erschießen. Ich merke, wenn eine Eintönigkeit reinkommt, und das müssen wir einfach an einem bestimmten Punkt beenden. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Auch Leute, die das feiern, also die das BBRP immer gefeiert haben, dass die das verstehen können, dass es jetzt erstmal soweit vorbei ist. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass euch das BBRP trotzdem über diese Zeit gefallen hat und die Videos gefallen hat und unterhalten hat. Aber wie gesagt, ich sehe das selber ein, dass wir das nicht so stark in die Länge ziehen wollen. Wie gesagt, ein Kanal ist was Besonderes und er bringt besonderen Content und da will ich auch bleiben, wisst ihr, ich meine so. Ich hoffe, man kann das auf jeden Fall verstehen, ja. So.